Aber ich finde, das hätten sie eigentlich mal machen können. Zumindest, dass man irgendwie an ein Schwert kommt, was wirklich überhaupt nicht kaputt geht. So, was man, wo man halt natürlich auch viel für schaffen muss. Denn, also, ich selber, ich habe nichts gegen diese Spielmechanik, dass die Waffen kaputt gehen, beziehungsweise das Master Schwert, dass das ja so ein Cooldown-Timer, nenne ich es jetzt mal, hat. Also, dass das nach einer Weile seine Kraft verliert und man muss man, 10 Minuten sind es, glaube ich, immer. Ist jetzt schon länger nicht mehr in der Switch drin gehabt. Ich meine, aber 10 Minuten sind es immer, die man warten muss, bis das Ding wieder funktioniert. Also, gut, vielleicht bauen sie das ja irgendwann nochmal ein. Man weiß ja nie. 100 Rubine, bei denen weiß man schon. Die sollte man, in Breath of the Wild sollte man alle Rubine nehmen. Also, da sind Rubine eigentlich sogar noch wertvoller als in den Zelda CDI-Spielen, wo man mit Rubinen ja alles macht. Außer atmen. So, drei Bomben und hier unten ist Salz. Ja. Gut, hat sich nicht so sehr gelohnt. So, haben wir hier mal eine Screw Attack ohne den Effekt. Sieht auch nett aus und irgendwas hatte ich gerade noch im Sinne, was ich noch vergessen habe. Scheiße. Ach ja, zum Wavebeam können wir noch gehen. Genau. Den habe ich ja letztes Mal nicht eingesammelt, weil wir sonst aus dem Raum nicht mehr rauskommen würden. Aber da wir den Wavebeam ja nun haben, ist das natürlich auch kein Problem mehr. So, dann sind wir, glaube ich, hier in Norfair fürs Erste fertig, für den oberen Abschnitt. Oh, ein Herzteil, okay. Ja, hätten wir uns nur selber mit eingesperrt. Dann hätten wir nämlich hier den Wavebeam kriegen müssen oder den Morph Ball, um hier, damit wir hier wieder rauskommen. Sonst hätten wir uns einen sogenannten Softlock eingehandelt. Das wollen wir natürlich nicht. Da bin ich mittlerweile vorsichtig genug. Aber okay, glaube, sonst haben wir hier im oberen Bereich erstmal alles abgegrast. Dass wir eigentlich jetzt zum Wrecked Ship gehen können. Dafür sind wir eigentlich gut genug ausgerüstet. Ah, Moment. Moment. Hier, na ne, hier kommen wir. Ich weiß gar nicht, ob kommen wir hier noch an ein Item ran. Ich glaube nicht. Das ist, ja genau, da sind die Blöcke, die wir nur von der oberen Seite da über da durchfallen können. Durchfallblöcke. Hier kommen wir nämlich zu, das ist quasi so ein Fluchtpunkt von Ridleys Versteck. Das kam mir noch gerade in den Sinn, aber nee, da kommen wir an die Items. Also da sind noch ein paar Items auf jeden Fall. Ganz klar. kommen wir aber von der Seite nicht ran und von der anderen Seite kommen wir nicht rein. Da fehlt uns der Gravity Suit. Ja, ich weiß, man kann da ohne Gravity Suit reinkommen, wenn man eine Menge Skills hat und die umgekehrte Bossreihenfolge drauf hat, was ich aber nicht habe. Dann kann man das auch, dann kann man das auch so schaffen. Das ist aber, also ja, heiden Respekt habe ich davor, die das auf die Kette kriegen. Ich schätze mal, die meisten, die ein Super Metroid: A Link to the Past Randomizer Speedrun spielen, die gehen da auch in dieser Reihenfolge vor, weil man da, ja gut, so viele Items kann man gar nicht mitnehmen ohne Warrior Suit, aber ja gut, wenn man den Warrior Suit natürlich vorher dann kriegt, ne, in Zelda oder so zum Beispiel, ist das natürlich auch keine schlechte Sache, da auch noch eben schnell hinzugehen, während man Norfair abgrast und dann, ups. Ah, irgendwas hatte ich noch vergessen. Oder?
Hatte ich, glaube ich, schon nachgeguckt, aber ja, wir gehen lieber noch mal hin. Bei Unsicherheiten lieber. Ach, hier, genau, hier. Das haben wir noch gar nicht mitgenommen. Da, wo die Highjump-Bots sind. Ich hatte gerade erst überlegt, da dieses Item, was hinter dieser verschlossenen Tür ist. Aber da haben wir ja schon nachgeguckt. Oh, das magische Puder. Ja, schön. Das wird uns von großem Nutzen sein, auf jeden Fall. So, paar Missiles. Hat sich ja doch auch gelohnt, dass ich nochmal eine Kehrtwende gemacht habe. Aber gut, ja, jetzt können wir, glaube ich, hier weggehen. Also das Item da hinter der Tür, das war ja eh nur ein Missile-Container, auf den pfeife ich jetzt einfach mal. Wir haben eigentlich, Missiles haben wir eigentlich mehr als genug, genauso wie Super-Missiles. Ja. So. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir Richtung Wrecked Ship bzw. Krateria. Da sind ja auch noch ein paar Items, die wir mitnehmen können. Locker leicht sogar, dank Space Jump und Screw Attack natürlich auch. Ne, da können wir ganz einfach durch die Wände da springen, statt alle paar Sekunden eine Bombe zu legen. Erstmal schön hier ganz locker und einfach hoch. Das macht Spaß. Ach, leck mich doch. So, mit dem Überlegen hier haben wir ja schon alles mitgenommen beim letzten Mal, als wir hier waren. Scheiße, kann man mit der Screwtech hier eigentlich durch die Wand springen? Nee. Die müssen wir jetzt kaputt schießen. So. Und dann einmal hier oben durch. Ja, dann sind wir gleich auch schon da. Ach Mann, das darf doch nicht wahr sein, ey. Ich glaube, ich spinne, ey. Ja, natürlich, ey. Fallen wir überall heute rein, ey. Es ist doch. Ist doch klasse, ey. Alles mal mitnehmen. Ist doch spitzenmäßig, ey. Mann, Mann, Mann. So, gerade am Überlegen beim Schiff. Genau, ganz oben rechts ist auch noch was. Ja, dann natürlich links da eine Durchgang. Nehmen wir erstmal mit. Dann natürlich der Weg zum Schiff. Da liegen auch noch ein paar Sachen. Vielleicht sogar was Gutes. Erstmal hier oben hin. Super Missiles, okay. Man hört die Freude. So, wenn wir jetzt mal so eine Endabrechnung machen, was brauchen wir eigentlich alles noch, um Super Metroid durchzukriegen? Also eigentlich nur noch den Gravity Suit. Ice Beam wäre nett, aber müssen wir nicht haben. Da wir die Metroids auch mit Powerbomben kaputt machen können, was ein bisschen schwieriger ist, aber es geht. Ansonsten, ja, brauchen wir für Super Metroid eigentlich weiter nichts mehr. Für Zelda, ja, brauchen wir auf jeden Fall den Feuerstab noch.
Mir will es gerade nicht einfallen. Das meiste andere haben wir eigentlich schon. Zelda ist natürlich das Problem, wir müssen die ganzen Kristalle einsammeln, damit wir in Ganons Festung kommen. Naja, aber egal. Also mir fällt momentan nicht mehr ein. Wahrscheinlich ist noch ein bisschen mehr da. Kann ich mir gut vorstellen. So, was haben wir hier denn alles? Ein Reservetank. Den nehmen wir mit. Die Rubine können uns gestohlen bleiben. Und nein, wir brauchen die Silberpfeile nicht, um Ganon zu besiegen. Wäre aber auf jeden Fall sehr nett, sie zu haben. Weil die eher ohne Silberpfeile, ja, ziemlich viel einstecken kann. Aber was soll's. So. Egal, machen wir erstmal hier weiter. Denken wir nicht zu weit voraus, was das ganze Zeugs angeht. Sonst vergesse ich nachher noch wieder die einfachsten Dinge. Wir werden das schon hinkriegen, denke ich. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, hier irgendwo nochmal wieder richtig dick festzuhängen. Aber wer weiß. Das bin ich immerhin. So, gehen wir zum Wrecked Ship. Für Phantom sind wir mehr als gut gerüstet. So. Kann man hier nochmal versuchen, da... nee, so eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich da schön mit einem Scheinspark drüber. Ach, jetzt scheiße ich einfach drauf. Krieg's irgendwie hier nicht gerade nicht hin. Oh, ein Herzcontainer. Schön. Schön, schön. Das, da bin ich immer sehr froh drüber. So, dann. Schauen wir mal kurz hier oben. Was ist das da? Ich kann es nicht genau erkennen. Das sieht aus wie ein Energietank. So, und dann hier unten im Wasser. Was haben wir hier Schönes? Ach, der X-Ray Scope. Ah, okay. Eigentlich das Letzte, was wir jetzt brauchen. Also es ja, ist eigentlich ziemlich nutzlos. Aber ja, was soll's, vielleicht brauchen wir später doch mal. So. So, da kommen wir auch schnell rüber, so. So, 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 so. Und dann rein ins Schiff. In der Hoffnung, dass wir hier noch irgendwie mal was Tolles noch kriegen. Ja gut, wir haben ja Spiegelschild erhalten. Also ich will ja nicht sagen, dass wir bisher nur Scheiße gekriegt haben, seit wir jetzt hier Super Metroid mal richtig hier voranschreiten konnten. So, und bei diesen Viechern muss ich jetzt immer daran denken, nachdem ich Hyper Metroid aufgenommen habe, dass die eigentlich da am Kotzen sind und noch ein Herzteil. Ist mir vorher nie aufgefallen, weil die Kotze von denen halt auch immer dieselbe Farbe hatten wie diese Geister selber. So. Können wir jetzt noch nichts ausrichten. Können auch, glaube ich, sonst keine Items vorher mitnehmen. So. Gut, stellen wir uns Phantom. Und ich, ja, ich weiß, hier gibt es auch einen schönen Trick. Wenn man irgendwie im richtigen Moment springt, dann kann man das Phantom ja quasi länger in seiner Nicht-Geisterform behalten, um ihm natürlich länger Schaden und mehr Schaden zuzufügen. Kriege ich aber auch irgendwie nie auf die Kette. Ja, mit der Screw Attack können wir die leider auch nicht kaputt machen. So, wenn man hier so ein bisschen hin und her springt, dann kann man das Ding relativ easy mit Missiles vollpumpen. Super Missiles sollte man natürlich nicht nutzen,
viele ja wissen. Wenn ihr es nicht wisst, dann macht es so einfach mal und schaut, was passiert. Oh, das war ganz gut. Oh, das war richtig schlecht. Das war okay. Ach, Mist. Scheiße, war trotzdem noch zu früh. Mist, ja. Dann passiert das hier. Da wir die Screw Attack haben, ist das aber kein Problem. Ansonsten sollte man den Charge spielen, den hat man im Original ja an dieser Stelle. Ach, scheiße, Mann. Mit dem Charge spielen kann man da auch gut ausweichen. Da wir den nicht haben, die Screw Attack schon, ist das aber auch kein Ding. So, eine Sekunde sollte reichen, jawohl. Sehr schön. Lief gar nicht mal so gut. Ja, aber so 2,5 Tanks, ja, das ist okay. Ist okay. Hätte weniger Ausrüstung sein können. Aber gut, so. Jetzt können wir uns hier natürlich entsprechend umsehen. Und alles abgreifen, was das Wreckchip so zu bieten hat. Zum Beispiel Super Missiles, die liegen auch im Original an derselben Stelle hier. Haben wir doch jetzt schon einige Male gehabt. Ah gut, klar, bei Missile Containern und so ist das, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch nicht allzu gering, sagen wir es mal so. So, was haben wir hier Schönes? Normale Missiles, okay. Komm, hier muss doch irgendwie jetzt irgendwie was Schönes für Zelda sein oder so. Zum Beispiel, weißt du, die rote Rüstung wäre doch mal ganz cool. So, da ist der Ausgang. Da können wir natürlich noch nicht allzu weit ohne Gravity Suit. Und ich würde mal sagen, wir speichern mal kurz eben ab. Für den Fall der Fälle. Ja, aber draußen können wir uns jetzt natürlich dank des Space Jumps relativ gut umsehen. So, da war ja auf jeden Fall das eine, wenn ich das richtig erkannt habe, da. Das war auf jeden Fall noch ein Tank. Und natürlich noch das Item ganz oben in dieser Bergwand drin. Hier rechts im Raum haben wir noch eins, dann natürlich beim Gravity Suit sind noch drei Items. Ja, da sind noch ein paar Chancen, irgendwas Schönes für Zelda zu kriegen. So. Ich dachte, ich bin mal an dieser Stelle ruhig und Herzteil, okay.
bis wir eigentlich jetzt durch die ganzen Herzteile auch nochmal wieder einen zusätzlichen Container gewonnen haben. Ich dachte, ich bin mal an dieser Stelle ganz ruhig, damit ihr diese schönen Effekte dieser Roboter in aller Ruhe genießen könnt.